Was würden die folgenden Charaktere eigentlich im Spiegel von Nähegeb sehen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir darüber sprechen, was einige Charaktere im Spiegel von Nähegeb sehen würden, wenn sie einen Blick in den Spiegel riskieren würden. Die Charaktere, über die wir heute sprechen, sind Severus Snape, Ginny Weasley und Luna Lovegood. Beginnen wir mit Ginny Weasley. Ginny Weasley war die einzige Tochter von Arthur und Molly Weasley. Sie wurde von ihren Eltern sehr geliebt und sie gaben ihr alles, was sie brauchte. In den Büchern sehen wir, wie Ron Weasley wahrlich den Druck spürt, im Schatten von 5 erfolgreichen älteren Brüdern und einer jüngeren Schwester zu stehen. Dass Ginny das erste Mädchen der Familie ist, macht sie zu etwas Besonderem. Und trotzdem glaube ich, dass sie einen Teil des Drucks spürt, den auch Ron spürt, denn sie war die Jüngste. Wenn die 11- oder 12-jährige Ginny also in den Spiegel schauen würde, würde sie sehen, dass sie zusammen mit Harry dort steht. Ginny hat sich schon sehr früh für Harry interessiert und deshalb wäre es ihr größter Wunsch als Mädchen, dass er sie bemerkt und sich ebenfalls in sie verliebt. Da Ginny zu jung wäre, um an die Ehe zu denken, würde sie sich wahrscheinlich nur eine romantische Beziehung mit Harry wünschen. In der Orden des Phönix und der Halbblutprinz ging Ginny nur deshalb mit anderen Jungs aus, weil Hermine sie darum bat, damit sie Harry vergessen und mehr Mut und Selbstvertrauen gewinnen konnte, was wiederum dazu führen könnte, dass Harry sie bemerkt. Aber nach dem 5. Buch könnte ich mir vorstellen, dass Ginny sich zusätzlich zu der liebenden Beziehung mit Harry selbst als Quidditch-Spielerin sehen würde. Sie würde eine etwas ältere Version von sich selbst sehen, die inmitten eines überfüllten Quidditch-Stadions steht, wo alle für sie jubeln. Mitten in der Schlacht von Hogwarts und dem Krieg gegen Voldemort sah die 16-jährige Ginny nichts anderes als Voldemort besiegt und den Zaubererkrieg ein für allemal für immer beendet. Später, nachdem alles mit Voldemort erledigt wäre, würde sie sich und Harry natürlich an ihrem Hochzeitstag sehen. Sie würde natürlich heiraten und ihre gesamte Familie wäre glücklich und gesund. Aber vergessen wir nicht die Ereignisse, die in der Schlacht von Hogwarts stattfanden. Freds Tod zum Beispiel. Ginny könnte nicht anders, als sich immer wieder vorzustellen, dass ihr Bruder Fred wieder am Leben ist, gesund ist und seine kleine Schwester Ginny anlächelt. Die zweite Figur auf unserer Liste ist Luna Lovegood. Luna wurde am 13. Februar 1981 geboren. Sie war das einzige Kind von Xenophilius und Pandora Lovegood. Lunas Mutter wurde versehentlich getötet, als sie mit einem Zauberspruch experimentierte, als Luna 9 Jahre alt war. Luna wurde daraufhin von ihrem Vater aufgezogen. Da Luna den Tod ihrer Mutter miterlebte, konnte sie die Testrale, die magischen schwarzen fliegenden Wesen sehen, die die Hogwarts-Kutschen führten. Von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass eine junge Luna ihre Mutter, ihren Vater und sich selbst als eine Familie im Spiegel sehen würde. Der Tod ihrer Mutter hat sie sehr mitgenommen, also ist es gut möglich, dass sie sich mit ihnen wieder vereint sieht. Ihr Arm würde um ihre Tochter gelegt werden und sie würde ein glückliches Lächeln auf ihrem Gesicht tragen und versuchen, viel Zeit mit ihr zu verbringen. Luna scheint nichtsdestotrotz ihren Verlust akzeptiert zu haben und mit ihm im Reinen zu sein. Und soweit wir das beurteilen können, hatte Luna keine wirklichen Freunde, bis sie Harry im 5. Harry Potter Teil traf. Ich denke also, dass Luna in ihren früheren Jahren sehr einsam war und sich Freundschaften wünschte. Luna ist aufgeschlossen, freundlich und rücksichtsvoll und ihr größter Wunsch ist Freundschaft, denn sie war von klein auf einsam und wurde in der Schule gehänselt. Wenn Luna also in den Spiegel schauen würde, würde sie nicht nur ihre Mutter sehen, sondern auch ihre Freunde, Harry, Ron, Hermine, Ginny und Neville. Da sie die meiste Zeit ihres Lebens allein war, hatte sie nie viele Freunde, bevor sie nach Hogwarts kam. Schon damals wurde sie von vielen Leuten als seltsam oder verrückt bezeichnet, aber Luna ist definitiv loyal zu ihren Freunden und liebt sie sehr. Später während der Schlacht von Hogwarts würde sie sich noch etwas anderes wünschen. Luna kann natürlich an nichts anderes denken als an eine Welt ohne Voldemort. Sie will, dass er besiegt wird, genau wie ihre Freunde. Aber nach der Schlacht würde Luna höchstwahrscheinlich die Welt bereisen auf der Suche nach einzigartigen und außergewöhnlichen magischen Tierwesen und dem Beweis für deren Existenz. Sie würde sich selbst als Magizologin sehen. Luna scheint immer am glücklichsten zu sein, wenn sie von seltsamen Kreaturen umgeben ist oder sich in irgendeinem lustigen Abenteuer befindet, ähnlich wie Newt Scamander.
Als nächstes auf unserer Liste haben wir den guten alten Severus Snape. Also was würde Severus Snape sehen, wenn er in den Spiegel von Nehigeb gucken würde? Severus Snape ist ein äußerst komplexer Charakter. Viele sagen, er war ein Held, andere sagen, er war der Schurke. Es gibt so viele Dinge, die wir nie über Snape erfahren haben, aber ich habe schon eine gewisse Vorstellung davon, was er im Spiegel sehen würde. Lasst uns das Leben von Severus Snape einmal kurz aus seiner Sicht nacherleben und versuchen es zu verstehen. Snape war der Sohn von Eileen Prince und Tobias Snape. Eileen war eine Hexe, während Tobias nur ein Muggel war. Leider war Tobias ein furchtbarer Vater, was Severus dazu veranlasste, sich von seinem Namen Snape zu lösen und sich den Spitznamen Halbblutprinz zuzulegen, wobei er den Nachnamen seiner Mutter anstelle des Nachnamens seines Vaters annahm, Halbblutprinz, Eileen Prince. Snape war ein vernachlässigtes Kind und trug zu große und schmutzige Kleider, aber was würde man von einem Jungen erwarten, dessen Eltern sich nicht um ihn kümmerten? Die drei lebten in Spinner's End, einem schrecklichen und schmutzigen Stadtteil von Cokeworth, England. Er und Harry teilten während des Sommers die gleiche Einstellung und warteten sehnsüchtig darauf, wieder nach Hogwarts zu gehen und ihren schrecklichen Haushalt zu verlassen. Während seiner Zeit zu Hause in Cokeworth lernte Severus zwei Schwestern kennen, Lily und Petunia Evans. Er entdeckte, dass Lily magische Fähigkeiten besaß und er interessierte sich für sie. Sie wurden schnell gute Freunde, aber Severus wollte, dass es mehr als nur eine Freundschaft war. Lily war sich dessen nicht bewusst, sondern sie konzentrierte sich nur darauf, die Sommer zu genießen. Nun wollen wir mal sehen, was wir aus Snapes Leben entnehmen können, um seinen tiefsten Wunsch im Spiegel von Nehigeb zu finden. Wir wissen, dass sein Patronus ein Reh ist, genau derselbe Patronus, den Lily auch hatte. Es heißt, dass dein Patronus widerspiegeln kann, wen du liebst, weil sie wahrscheinlich mit deiner glücklichsten Erinnerung verbunden sind. Severus liebte Lily von ganzem Herzen und seine glücklichsten Momente waren mit Sicherheit, als er mit ihr befreundet war und die Freiheit der Kindheit genoss, bevor die Realität einschlug wie eine Bombe. Snapes Eltern schenkten ihm nie wirklich Aufmerksamkeit und wenn, dann nur, um ihn zu beleidigen. Vielleicht würde Snape wie Harry seine Familie lächelnd und glücklich um sich herum sehen. Leider glaube ich aber nicht, dass Snape viel an seine Familie dachte, als er älter wurde. Er hat wahrscheinlich versucht, sie so weit wie möglich zu ignorieren und konzentrierte sich mehr auf andere Sachen, wie zum Beispiel seine Noten zu verbessern, neue Zaubersprüche zu erfinden und natürlich auf seine Liebe zu Lily. Snape sah sich mit Lily Evans im Spiegel von Nehigeb. Seit er sie erblickt hatte, war er in sie verliebt. Er wollte immer für sie da sein und sie beschützen vor den schrecklichen Dingen dieser Welt. Snape hasste Petunia, weil sie Lily tyrannisierte, und er hasste James Potter, weil auch er Lily liebte. Leider ließ Snape die Dunkelheit in seinem Leben die Oberhand gewinnen und er schloss sich der bösen Gruppe der Slytherins an, anstatt zu Lily zu halten, die sowieso eine wandelnde Zielscheibe war, weil sie eine Muggelgeborene war. Als sie versuchte, Snape zu beschützen, rastete er aus Emotionen heraus aus und nannte sie ein Schlammblut, was ihre enge Freundschaft beendete. Snape wollte Vergebung für all die schrecklichen Dinge, die er gesagt hatte, als sie noch jung waren, aber Lily vergab ihm nicht. Er bereute es jeden Tag für den Rest seines Lebens und wenn es eine Chance gegeben hätte, hätte er die Zeit zurückgedreht und alles in Ordnung gebracht. Wenn er also in den Spiegel von Nehigeb geschaut hätte, wäre die Lily, die er sah, nicht als Schlammblut von ihm bezeichnet worden. Ihre Freundschaft hätte sich in Liebe verwandeln können, was zu ihrer Heirat und zu einem glücklichen Familienleben hätte führen können. Vielleicht hätte er Harry auch dort gesehen, aber als eine Version davon, wie er ausgesehen hätte, wenn Snape sein Vater gewesen wäre. Was man im Spiegel sieht, kann sich im Laufe der Zeit verändern und als Snape von Voldemort getötet wurde, war das Einzige, was für ihn zählte, Harry seine Erinnerungen zu geben. Er wollte nur sicherstellen, dass Harry etwas über seine Vergangenheit und Dumbledores Plan erfährt, einschließlich wie man Voldemort ein für alle Mal besiegen konnte, damit Lilys Sohn am Ende in Sicherheit war und Snape sein Versprechen gegenüber der Frau, die er liebte, einlösen konnte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Charaktere ich noch aufzählen soll, zu welchen ich Videos machen soll, was diese Charaktere im Spiegel von Nehigeb sehen würden. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.